Ja Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf dem Testserver unterwegs. Es gibt nämlich einen neuen Helden, den wir uns anschauen können. Den guten Moroi. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er ist ein Lichtträgerheld, intelligenzbasierter Held, ist ein Magier. Der macht auch übrigens ganz guten Schaden. Aber seine Hauptrolle ist in diesem Falle Kontrolle. Und ja, das spiegelt sich auch ganz gut wieder, wenn man sich die Skills soweit anschaut. Denn man muss sich so vorstellen, er macht eigentlich von seinen Skills, dass halt die gegnerischen Helden nicht auslösen können. Also so müsst ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Ich gehe mal ganz kurz Skill für Skill so ein bisschen durch. Also wenn er auslöst, also seine Ultimate letztendlich, er beschwört so ein Auge. Das gucken wir uns gleich nochmal an, das sieht eigentlich ganz geil aus. Dieses Auge macht Flächenschaden und halt die Helden, die dieses Auge letztendlich so trifft mit dem Flächenschaden, versetzt es sozusagen so in Verbrennung, also die werden so geburnt letztendlich. Das Ganze tickt so weit 5-mal, so wie ich das hier verstehe. Und wenn die Helden halt brennen, dann können die für 4 Sekunden die Ultimate nicht benutzen. Also können halt nicht auslösen letztendlich. Das Ganze steigert sich auch nochmal so auf 6 Sekunden, was auch ganz geil ist. Genau, das ist so die Ultimate, wenn er das nicht auslöst. Macht übrigens auch guten Schaden, aber gucken wir uns gleich nochmal an. Dann beschwört er auch noch so eine Spinne, die auf einen Helden letztendlich geht. Und wenn die Spinne halt auf einem Helden mit drauf ist, macht die so ein bisschen Schaden. Klar, logischerweise. Und der Held kann sich nicht mehr bewegen und er kann auch nicht mehr auslösen. Genau. So, das Ganze steigert sich auch nochmal vom Schaden her und auch nochmal von der Länge. So, dann ist es auch nochmal sehr relevant, hier dieser Korgas, der letztendlich beschworen wird. Der taucht hinter dem Helden auf, der am meisten Schaden gemacht hat. Und wenn dieser Held letztendlich dann manipuliert wird, also wenn er sozusagen, wenn dieser Korgas hinter diesem Helden ist, dann wird er manipuliert und dann kann er halt auch die Fähigkeit nicht mehr auslösen. Und ja, ihr merkt, es geht irgendwie um Fähigkeiten letztendlich. Und ja, seine Passive ist eigentlich relativ einfach erklärt. Er macht halt ein bisschen mehr Auto-Attack-Damage. Also wenn er sozusagen ganz normal seine Auto-Attacks macht, dann macht er mehr Damage. So, das ist seine Passive. Genau, ich würde sagen, wir gucken uns den Guten einfach mal in einem Fight an. Erstmal hier, soweit ihr damit ihr sehen könnt, ja, wie das soweit auch aussieht. So, also Auto-Attack soweit klar. Hier, das ist diese Spinne letztendlich. Er kann nicht mehr sich bewegen und auch nicht mehr auslösen. Habt ihr ja gerade gesehen, das war die Ultimate. Die Ultimate, die übrigens ziemlich viel Damage macht. Also man kann das hier sozusagen auch gar nicht so weit sehen, dass sie halt nicht auslösen können, weil die halt instant tot sind, weil das schon ziemlich viel Damage ist. Achso, übrigens, ich habe vergessen, bei der einen Fähigkeit, wo er diesen Korgas beschwört, hinter dem... das bewirkt letztendlich auch, dass sie sich gegenseitig sozusagen angreifen. Also, wo der Korgas hinten dran ist, der greift letztendlich auch die verbündeten Helden an. Das ist so ähnlich wie von Nimora, wenn die halt dieses Herzchen drüber haben. Genau. Ja, eigentlich relativ einfach erklärt, der Held. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Guten einfach mal hiermit an auch. Ich denke mal, ich setze ihn mal nach hinten, weil es halt ein Held sein wird. Gehe ich mal davon aus, der nicht so viel aushalten wird. Ja komm, ich nehme hier einfach mal ein paar Helden mit, pack die hier mit rein. Ja, mal gucken, weiß ich nicht. Wird schon irgendwie klappen, weil, ja, ich glaube, der Held ist einfach ziemlich gut. Naja gut, wir gucken uns einfach mal an, wie das soweit ausschaut, wenn der im Fight ist. So, die anderen Helden sind ja erstmal soweit unrelevant. Wir gucken mal ganz kurz auf den Schaden. Lös mal aus. Ja, gut, die hat ausgelöst und alle waren instant tot. Aber ich meine, da waren auch nicht mehr ganz so viele Helden am Start, ne? Können wir nochmal ganz kurz einen weiteren Kampf machen? Vielleicht einfach mal ein paar Helden reinpacken, die nicht so gut sind vielleicht. Beziehungsweise nicht so gut, was heißt nicht so gut, aber... weiß nicht, vielleicht ein bisschen Heilung mit reinpacken, damit er länger überlebt. Vielleicht packen wir ihn mal ein bisschen weiter in die Mitte, damit er halt schön in die Mitte reinböllert. Packen wir hier nochmal schön ein bisschen Tank einfach mit nach vorne und nochmal Tank. Genau, jetzt haben wir nämlich nur Tank und Heilung mit drin. So, mal gucken, er kann auch relativ viel aushalten, anscheinend. So, dann löst mal aus. Und er löst aus und das macht
ganz guten Schaden. Und ihr seht auch letztendlich diese ganzen Ticks, die hier am Start waren. Weil er halt die verbrannt hat letztendlich. Ja, wir gucken mal gleich mal auf den Damage. Ich glaube mir, er wird auf jeden Fall am meisten Damage gemacht haben. Ja, okay. War, glaube ich, fast schon klar. Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde diesen Helden mega gut. Von den Skills her, also das gefällt mir auf jeden Fall. Also, ja, wenn die Gegner halt nicht auslösen können und er das letztendlich dann so macht, ja. Ich könnte ja gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben, wie ihr den guten findet. Also ich finde den, ich hab's ja schon gesagt, ich finde den mega. Ja, ich kann nochmal ganz kurz hier nochmal reinschauen. Ja, bufft letztendlich so ein bisschen die ganze Sache. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Hier wird auch nochmal ein bisschen was gebufft. Aber ja, letztendlich geht es natürlich darum, dass halt die ganzen gegnerischen Helden nicht auslösen können. So, Punkt aus. Das ist so sein Main-Konzept. Und ja, ich finde es so ein bisschen komisch, dass es ein Lichtträger ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er so in die Richtung von, wie heißen die jetzt hier nochmal, Unterweltler geht. Oder was sagt ihr, Leute? Also das hätte ich eher so gedacht, aber hey, ist es halt ein Lichtträger. Gut, das soll es aber eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit dem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, gerne einen Like da lassen und dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.